und eine Kiste. Keine Munition, was ist los? Okay, komm, wir machen es einfach. Wir nehmen wieder die Beretta mit. Munition haben wir glücklicherweise genug, das ist eigentlich auch nur... Nein, Moment, ich muss die Kurbel noch wegpacken, weil die brauchen wir nicht mehr. Das ist der einzige Grund, warum ich diese scheiß Beretta mitnehme. Weil wir davon einfach unfassbar viel Munition haben. Und hier liegt wirklich nichts mehr, keine Shells mehr drin. Nicht mal eine Patrone, nö. Dann fuck you, echt. Okay, dann rüsten wir mal die Pistole aus. Ich werde hier auch kein Risiko eingehen. Ich werde jetzt möglichst viel tun. Einfach nur, damit ich dann auf dem Rückweg nicht mehr so viel zu tun habe. Außer die Zombies töten, das ist einfach mal... eine sehr angenehme Abwechslung, einfach nur mal mit einer Pistole ganz gechillt zu schießen. Auch wenn sie echt viel aushalten. Schweine. Okay, er ist tot. Und der zweite? Mein Gott, ist das laut. Wah! Geh weg, Junge! Huah! Zack. Zack. Okay, Moment. Achso, der ist nach drei Schüssen tot, oder was? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich hab den nicht gesehen, wirklich nicht. Es war zu dunkel. Scheiße. Moment, ich glaube, ich muss mal so langsam nachladen. Nein, damit, genau. Die Zombies ziehen ziemlich viel ab, also wenn wir uns von denen treffen lassen. Ich meine, wenn wir auch so doof sind und uns von denen treffen lassen, sind wir selbst schuld. Sehe ich vollkommen ein. Aber... so, ich glaube, hier ist nämlich die... dritte Modisk, genau. Habe ich richtig im Kopf gehabt. Ich glaube, ich gehe mal gerade zurück zur Kiste, lagere die mal kurz ein, weil wir werden die Plätze brauchen. Ach komm, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich hier noch ein bisschen Heilung fressen. Okay, möchtest du nehmen? Grüne Kräuter, gerne. Eins Essen reicht ja. Ich habe noch zwei Erste-Hilfe-Spray in der Kiste, das sollte eigentlich für das restliche Spiel reichen. Schauen wir mal nach. Oh, warten wir mal ab, besser gesagt. Dupdi-dupdi-du. Wir haben es bald geschafft. Finales Kapitel, genau, so heißt es. So heißt das Wort. Hat begonnen. Modus. So, damit hätten wir schon mal alle drei. Und damit können wir dann unsere nette, nette Kollegin auch hinterher noch befreien. Ich finde jetzt ganz viel Shotgun-Munition. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ob ich überhaupt noch was finde. Bin ich ehrlich. Ich weiß jetzt eigentlich nur noch, abgesehen vom Tyrant, vom zweiten Tyrant, also wenn der erste Tyrant ist, so ist wie mit der Jill, dann wird es wahrscheinlich ein Klacks werden. Aber im zweiten Tyrant, da kann ich durchaus sterben und eine andere Stelle fällt mir ein, und zwar in diesem dummen Maschinenraum, der mir übrigens sehr, sehr auf den Keks geht. Ich muss nur kurz überlegen. Ach scheiße, wir müssen die Mortis doch mitnehmen. Oh, ich bin ja auch manchmal echt... Kann mir mal bitte über den Kopf schießen, ey. Oh, ich bin so dumm. Ich habe jetzt irgendwie einen Denkfehler gehabt. Ich habe gedacht, ich müsste die Modisks quasi so richtig einsetzen. Da ist ein Schalter. Möchtest du ihn betätigen? Gerne. Und zwar erst dann, wenn ich den Chris befreien möchte, aber es ist nicht so. Ah, jetzt erfahre ich den Namen. John, nicht James. Aber das J war ja schon mal gut. Okay, finde ich hier nicht noch irgendwas Tolles? John, Ada. Hm. Da ist doch schon mal ein schönes, interessantes Bücherregal. Ach so, das war nur dieser komische Schalter, okay. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich an den Schreibtisch ran? Nein, okay. Ja, eine Kiste ist was Tolles. Ja, gut, immerhin. Besser als nix. Und noch mehr Munition. Schau mal einen an. Also diese hautlosen Zombies, die sind ja, also die respawnen, ja. Okay, vor kurzem benutzt, okay. Also die respawnen ja, diese hautlosen Zombies. Und das ist recht unvorteilhaft. Deswegen werde ich die jetzt auch größtenteils nicht versuchen umzubringen. Ich will jetzt mal kurz hier in diesen Raum gehen, wenn ich denn da reinkomme. Okay, er ist elektronisch verschlossen. Gut. Okay, dann müssen wir ja eh erstmal das Passwort machen. Okay, aber... ja gut, dann mache ich erstmal... da gehe ich erstmal in den Computerraum. Werde dann
die Räume schon mal öffnen. Okay, dieser Raum ist frei, das ist gut. Ist das der richtige Raum? Ich glaube, das ist der richtige Raum, ja. Und dann gehe ich nämlich erstmal nach oben. Okay, da liegen die Dias rum. Die Dias brauchen wir eigentlich nicht, weil die haben wir schon bei Jill gesehen. Ist sonst noch irgendwas Interessantes für mich rum? Irgendwas bitte? Nichts? Okay. Das war einfach die direkteste Antwort, die ich... Also ich hätte nichts anderes erwarten dürfen. Nichts Besonderes. Kein Schlüssel. Kann nicht sein, Mensch. Okay. Das ist ein Computer, der benutzt wurde, um die elektronischen Dinger da zu machen. Okay, wenigstens wurden die Hände anders animiert. Die sehen schon ein bisschen männlicher aus. Ach genau, die haben ja überall Umbrella drauf geklatscht. Also so stolz darauf sind, dieser Firma anzugehören. Okay. Dann machen wir unsere Arbeit hier, ne? Komm, lass mich einloggen. Also wie das Rätsel gelöst wird, das zeige ich beim... bei dem ersten Durchgang mit der Jill. Muss ich ja nicht alles nochmal zeigen, wie ich jetzt auf die Sachen komme. Weil es hat was mit diesem Bild zu tun, wo wir gerade im Raum drin waren. Ich gehe mal davon aus, dass das gleiche ist. Ja, ja, ist okay. Okay, dann passt das. So, B2. Da muss ich das Passwort eingeben, glaube ich, ne? Oder? Oder nicht? Doch. Und ich glaube, es war Mole. Ein bisschen wie Maulwurf. Und? Komm, hab ich glücklich? Ja, dankeschön. Dankeschön. Also, und unten brauchen wir... Okay, da freut er sich sogar. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Chris. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich habe auch gesehen, es gibt jetzt ein Resident Evil Remake für PlayStation 3. Also, total aus dem Zusammenhang gerissen, ich weiß. Aber das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Mit Trophäen und allem drum und dran. Habe ich halt nur gedacht, weil es sich so gefreut hat. Vielleicht gibt es auch so ein Trophäe von wegen so, ja, schaff das, ohne dir das Bild anzugucken. Hack das Passwort oder so, keine Ahnung. Und wenn man es kennt, dann kennt man es halt, ne? Okay, gut, das heißt, alle Türen, in die wir jetzt rein müssen, sind offen. Aus dem einen kriegen wir dann auch einen Schlüssel. Deswegen gehen wir gerade nochmal nach oben, holen direkt schon mal... Ach, fuck, wir können eine Modus mitnehmen. Oh, es ist alles ätzend. Oh, es ist doch alles für den Arsch. Oh mein Gott, okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich bin mir da echt noch alles andere als schlüssig. Weil da unten ist jetzt die eine Tür offen. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Holen eine Moses. Dann kriegen wir den... Wir kriegen auch gleichzeitig den Schlüssel. Das heißt, da fehlt mir wieder ein Plätzchen, weil die Tür ist jetzt offen. Und hier kriegen wir den Schlüssel. Dann gehen wir aber gleich nochmal zurück zur Kiste. Warum tue ich das also komisch? Ich überlege mir gerade ernsthaft, ob ich vielleicht die Schüsse der Colt Python erstmal wegpacken soll wieder. Achso, genau, dabei hier genau dieses Panel. There's a panel, will you open it? Ja, bitte. Und da ist ein Schalter, möchtest du ihn betätigen? Ja, bitte. Und da ist die Öffnung, möchtest du in die Öffnung reingreifen? Oh ja. Genau. Und was befindet sich dort? Nämlich der Schlüssel, von dem ich sprach. Wer hätte es gedacht? Also, na, was kommt hier noch an Zombies? Ja, in dem einen Raum sind halt sehr viele Zombies. Aber das können wir lieber auf dem Rückweg machen. Weil ich würde jetzt eigentlich lieber erstmal den Schlüssel loswerden. Ich weiß noch gar nicht, was ich tue, um ehrlich zu sein. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja gut, eventuell muss ich dann halt den Kram halt nochmal machen, wenn ich das vorletzte Ende machen will. Weil ich würde ja gerne eigentlich, bevor ich dann die vermisste Person rette, nochmal speichern, unmittelbar davor. Aber ich habe keinen Bock, so weit zurückzugehen. Echt nicht. Ja, komm, wir nehmen direkt zwei Stück mit. Was soll der Geiz? Okay, so. Aber ich wüsste jetzt spontan nicht, wo hier eine Schreibmaschine ist. Auf dem Schreibtisch war nichts, ne? Überleg ich gerade so. Auf dem einen war ein PC. Auf dem anderen war vielleicht was anderes. Ah, vielleicht aber in dem Raum, wo ich nämlich jetzt erstmal reingehen werde. Wo wir dann von Zombies zugeschissen werden. Die Wette muss ja doch nochmal hoch, um mir was zum Heilen zu holen. Ja, ja. Aber das ist okay, weil dann kann ich direkt die dritte Modus holen. Dann haben wir nämlich schon mal alles beisammen. So, dann will ich jetzt nämlich erstmal hier herein.
Weil die eine Tür hier jetzt rechts, auf der rechten Seite, die dürfte jetzt eigentlich auf sein. Und ich glaube, da drin befinden sich 4 Zombies in einem sehr kleinen Raum. Und mit der Pistole ist das sehr interessant, das alles zu bewerkstelligen. Stirb! 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 Warum fallen wir die nicht um? Die Schweine! Einfach nur irgendwie zu spammen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ja, okay, scheiß drauf. Ja, jetzt werde ich direkt nochmal angegriffen. Kettenreaktion! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich glaube, ich müsste nachladen, genau. Ihr könnt auch einfach mal bitte sterben. Jetzt mal ohne Scheiß. Och, komm. Es ist... Ich muss es leider tun. Es tut mir gerade selbst weh. Ich wäre sonst gestorben. Den letzten, falls er noch leben sollte, den kriege ich so hin. Gerade sagen, lass mich in Ruhe. Die sind sehr hartnäckig, echt, ey. Die sind sehr hartnäckig. Auf jeden Fall, ihr seht, die Magnum ist recht mächtig. So, okay. Guck mal einer an. Genau zu diesem Gerät müssen wir nämlich hin. Es ist ein Passcode-Generator. Wenn ich eine Modus hätte, könnte ich einen Code holen. Ja, guck mal, was du im Inventar hast, du Affe. Wer hätte es gedacht? Passcode Nummer 1 brauche ich nicht. Das gibt automatisch einen, von daher ist es okay. Aber schön ist, jetzt haben wir wieder einen Platz frei. Wir können mal hier im Regal checken, ob hier nicht doch noch irgendwas ist. Kann doch nicht sein, ey. Weil gleich wird es echt kritisch. Ein Karton und Poster, nichts Besonderes. Ein Fax. Wie schön. Aber irgendwo muss es hier eigentlich nur einen Schlüssel geben, habe ich irgendwie so das Gefühl. Also, ich habe nicht das Gefühl, aber ich weiß, dass es hier noch was zum Öffnen gibt. Okay, wo ist dann, was gab es da oben nochmal? Ich überlege gerade ernsthaft. Gab es da den Generator? Ja, genau, da kam man in den Raum rein, richtig, wo es dann den Generator gab. So, denn da gehen wir jetzt nämlich hin. Oder zumindest in die Richtung, fuck it. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will nur, dass er umfällt. Weil, wie gesagt, die respawnen. Das bringt nichts, sie zu töten. Zumindest erstmal nicht. Ich habe glücklicherweise echt noch genug Munition. Das ist sehr schön. Das freut mich. So, dann kommen wir jetzt einmal in die Tür rein. Nee! Voll laut, ey. So, möchtest du diesen nutzlosen Schlüssel wegwerfen? Aber sowas von. Da habe ich keinen Blutdruck. Da habe ich keinen Blutdruck. So, und Rainer. Okay, hallo, Mr. Zombie. Stirb. Okay. Steh bitte auf. Die. Mother. Fucker! Du hast da einen Blutfleck hinterlassen. Mach das weg. So, du bist tot. Schön, freut mich. Ah, wie schnell die Munition aber schon schwindet, ne? Muss man schon sagen. Du gehst mir auf den Keks, deswegen baller ich dich einfach mal über den Haufen. Ja, ich töte Leute, die mich nerven. Da ist noch einer? Okay. Ich will nicht, eigentlich nicht zu nah rangehen. Ich sehe überhaupt nicht, das ist zum Kotzen gerade. Ich hab mir das umgefallen. Ja, okay. Ich habe immer noch 6 Schüsse im Magazin. Okay. Gerne. Das war's jetzt von deiner Seite, ne? Okay. Alles klar. Super. So, dann haben wir hier noch das Türchen. Da kommen wir, glaube ich, zum nächsten Modisk-Shit hin. Shit happens. So. Oh, hier gibt's ja ganz viele tolle Sachen. Oh mein Gott. Shotgun-Munition ist gar nicht mal so verkehrt. Ich will jetzt... Ich will gern die... Genau. Danke. Weil dann können wir nämlich gleich wieder die Waffe wechseln, weil wir müssen gleich ja eh nochmal die dritte Modus holen. Das schneide ich aber wahrscheinlich kurz raus, weil das wird dann... Das könnte dann nämlich interessant werden.